Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video reden wir mal über das bevorstehende Event. So, erstmal habe ich jetzt die inaktiven Leute aus unserem Clan rausgekickt. Bye bye. Zwei neue Plätze sind frei geworden. Das neue Passwort lautet Elmo, ganz normal geschrieben. Erster Buchstabe groß, ansonsten klein. Also ich bitte einfach zwei Leute noch in unseren Clan zu kommen. Unser Clan heißt Schlussspurt YouTube, also YouTube mit YT abgekürzt. Seht ihr ja auch hier stehen und ich denke mal, Elmo kann jeder schreiben. Also zwei Leute können noch in unseren Clan rein. Wieso macht mein kleiner Finger dann noch mit hoch? Ach, hier ist die, hat mir doch jemand erklärt von euch. Hier ist die Frittengabel oder so irgendwas. Na, ist auch ganz egal. Zwei Plätze sind frei. Kommt gerne rein. Am DE2 habe ich noch nicht nachgeschaut. Vielleicht kann das jemand von euch übernehmen. Und vielleicht kann jemand von euch auch nochmal hier am Classic-Server wirklich jeden Manager durchschauen. Ich habe mir jetzt nur die verdächtigen Leute angeschaut. Ja. Jetzt wisst ihr, was ich für Vorurteile habe. Und sie stimmten sogar. Ich habe zwei inaktive Leute gefunden. Und jetzt kann es also richtig losgehen. Wir sind die inaktiven Leute los. Und wir haben jetzt nur noch aktive Leute in unserem Clan. Zwei kommen noch hinzu. Und dann kann das Event auch etwas werden. Wir reden über den Wellnessbereich, der sehr viel wert ist. Der ist der Hauptpreis und ich würde mal behaupten, der kostet bestimmt 50 Millionen Euro, wenn man den komplett ausbauen möchte. Das ist kein Witz. Jedenfalls sind das aktuell so die Referenzwerte am Beta-Server, die Testwerte am Beta-Server, wenn ihr so wollt. Der ist schon sehr viel wert. Also Stufe 1 kostet 10 Millionen Euro aktuell auf dem Beta-Server. Stufe 2 kostet 20 Millionen Euro. Jetzt kann man sich überlegen, wenn der 4 Stufen hat, dann wird es wahrscheinlich sogar noch teurer sein als 50 Millionen Euro. Keine Ahnung, wo die dahin wollen. Und der Nutzen davon ist auch sehr hoch. Das heißt, man bekommt wahrscheinlich am Ende der Karriere, wenn man den Fußballer wirklich die komplette Zeit in seinem Verein hatte, so 30-35% mehr an TP durch mehr Frische. Weil im Endeffekt bedeutet mehr TP einfach nur, der Spieler kann mehr mittrainieren. Im dritten Versuch schaffe ich es jetzt hoffentlich. Im Endeffekt bedeuten mehr FP einfach nur, der Spieler kann mehr mittrainieren. Und auf lange Sicht gesehen wird das einiges ausmachen. 35% würde ich aktuell behaupten. Kann sogar noch mehr sein. Kommt natürlich auch darauf an, wie der Spieler spielt, ob er Doppelbelastung spielt oder nicht. Das ändert alles so ein bisschen den Nutzen davon, aber es bringt schon sehr viel. Und es nimmt natürlich auch nochmal sehr viel Geld aus dem Spiel. Haben sie sich eigentlich gut überlegt? Kickslager haben sie wieder abgeschafft, meine Freunde. Habt ihr das gehört? Kickslager haben sie wieder abgeschafft. Klasse. Ihr habt immer ein offenes Ohr. Ihr habt immer ein offenes Ohr, meine Freunde. Immer. Captain Kicks gibt es noch. Und, ja, meine Freunde, ich muss euch ja eine Geschichte mal erzählen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals im gesamten OFM gesehen habe. Am DE2 war das natürlich damals. Da hat jemand mit dem Co-Trainer die gesamten Verträge seiner Mannschaft auf 70 Tage verlängert. Das heißt, er ist wirklich dahergegangen, hat diese 200 Kicks jetzt in die Hand genommen und hat seinen ersten Spieler verlängert, zum Kapitän gemacht, Vertrag verlängert. Hat den zweiten Spieler jetzt hier genommen, zum Kapitän gemacht, Vertrag verlängert. An einem Tag. Das heißt, er hat einfach mal 2000 Kicks reingehauen, nur damit er 70 Tage Verträge hat und sich am Ende ein paar Euro spart durch niedrigere Gehälter, weil die Spieler werden sich ja irgendwann auf und durch diese langen Verträge bleiben die Kosten dann ja etwas niedriger vom Vertrag her. Also das war wirklich, das hat mich ein bisschen schockiert, wie man so reinkicksen kann. Es ist eigentlich ziemlich clever, muss man sagen, dass man den Co-Trainer so verwendet, dass man ihn einfach nur verwendet, um die Verträge zu verlängern und dann immer wieder wechselt. Aber das kann mir doch niemand erzählen, dass man dafür 2000 Klicks in die Hand nimmt. Also das war nicht so, hat mich jetzt nicht so begeistert. Ja, im Endeffekt kann der Co-Trainer auch gar nichts, außer dass man halt die Verträge verlängern könnte für extrem viel Kicks. Weil 2 EP am Tag, naja. Klar, es werden einige machen und es ist dann auch gar nicht so unfair. Aber 2 EP am Tag. Ich finde es cool, dass ihr auf MS so handhabt. Mit 2 EP am Tag können wir alle leben und hoffentlich benutzen es ein paar Leute, dann bringt es dem OFM auch ein paar Einnahmen, weil sonst kommt bald hier wieder ein neues Thema mit, was weiß ich. Man kann nur noch 11 Spieler aufstellen, wenn man genügend Kicks zahlt, ansonsten darf man nur 7 aufstellen oder was weiß ich. Das wollen wir nicht.
So, meine Freunde, das war's vom heutigen Video. Wie gesagt, schaut am DE2 nochmal nach, wer da inaktiv ist. Schaut hier gerne nochmal durch, wer inaktiv ist, dass wir einfach einen aktiven Clan haben. Und es lohnt sich definitiv, hier aktiv mitzumachen. Der Wellnessbereich ist viel wert und hat auch einen hohen Nutzen. Ich werde mich wahrscheinlich maximal zweimal am Tag einloggen können. Wir müssen mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich hoffe natürlich auch, dass ich dieses Event abschließen kann. Ich muss einfach nur einen cleveren Plan machen. Ich denke mal, dass man durch einen cleveren Plan viel kompensieren kann. Und dass ich vielleicht durch einen dritten Login per Handy oder so vielleicht dann irgendwie ans Ziel kommen kann. Ich muss mir das jetzt mal überlegen. Aber ich versuche euch so gut es geht zu unterstützen. Und ich hoffe, ihr tut das Gleiche für den Clan. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und adios.